Bei feuerschwarzem Rauch unter keinen Umständen einatmen. Lebensgefahr. Und das war's schon? Anscheinend schon. Wir können doch sicher mit dem Kamm... Pah, Nonsens. Okay, dann machen wir uns jetzt mal ohne den Kamm hier in die Tür rein. Das ist doch Quatsch. Ja, Kladderadatsch. Quark. Ich finde die Kommentare gut. Pah, Tinnef. Ich schütte es lieber nicht weg. Vielleicht brauche ich es noch. Kabbis. Schmarrn. Ich finde es gut. Ah, und wie geht es dann weiter? Weiß nicht. Kann ich vielleicht... Mischugge. Pipifax. Das ist doch Quatsch mit Soße. Das ist doch Unsinn. Narretei. Pah. Schwachsinn. So ein Blech. Ha, Kokolore. Ich finde das gut, tut mir leid. Ich finde das einfach geil. Ja, was mache ich jetzt? Kamm? Und dann? Keine Ahnung. Das ist doch Firlefanz. Er macht eigentlich nicht leicht, ey. Tür, Schrank. Kann ich vielleicht den Schrank damit? Und wie geht es dann weiter? Ich hab keine Ahnung. So ein Heckmeck. Grober Unfug. Galli Matthias. So ein Käse. Blanker Unfug. Ich wüsste echt nicht, was ich sonst noch machen soll. Toilette? Kokolores. Hä? Hoppala. Er ist etwas morsch in der Mitte, aber sonst in gutem Zustand. Ah, okay, jetzt habe ich zwei Kämme. Besser nicht. Das ist doch sinnlos. Selbst mit... Sinnlos. Selbst mit Kleber würde er nicht mehr halten. Okay. Mein Bart bleibt. Was steht da? Achtung, leicht bei Feuerschwaden inzwischen... Okay. Stechend und salzig nach dem größten Labor der Welt benannt. Herrlich. Diese junge Aktivistin und ihr Freund sind das Problem, nicht meine Fingernägel. Was mache ich jetzt mit einem Kamm? Schrott. Ja, Schrott. So ein Schmarrn. Ramsch. Was mache ich jetzt mit zwei Stück Kamm? So ein Schmarrn. Quacksalberei. Ich nähere mich sehr langsam, dieses Gefühl. So ein Kä... Ich kombiniere... Ach, da ist eine Schraube. Die zeigt... Ach, die zeigt aber gar nicht. Die zeigt aber... Da braucht es schon mehr als verhornte. Ja, da können wir eventuell... Ha, Tinnef. Verarsch mich nicht. Das wird nichts. Der Kamm hat das falsche Format für den Schraubenkopf. Blanker und... Die zweite... Sinnlos. Der hier vielleicht? Das wird nichts. Der Kamm hat... Okay... Eine Kreuzschlitzschraube. Sie hält irgendetwas an der Außenseite des Helikopters. Ah. Der einzige Weg, die beiden wieder zusammenzubekommen, ist so. Kein Kommentar, ey. Was für ein blödsinniger Plan. Aber er funktioniert. Haben wir eine Schraube wenigstens bekommen, Digga? Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Ah, da ist ein Kabel jetzt irgendwie runtergefallen. Die Schrauben haben es oben gehalten. Es kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Was auch meine Parabolantenne ist. Ich kann Gott. Die Schrauben. Nein, Kabel. So. Tada!
Kuhfuß. So, und jetzt raus hier. Das ging schnell gut. Gut, okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Diktiergerät. Nehmen. Moment mal. Was ist denn das? Da hat sich irgendein komisches Plastiknetz in den Kopfhörern verfangen. Ich nehme es mal mit. Oh. Notizbücher. Ja, ich gucke mal alles durch kurz. Oggis kreative Ergüsse. Band 1 und 2. Wir kommen gleich die Ergüsse. Das überlasse ich den Leuten, die von dieser Art von Literatur etwas verstehen. Dr. Angus zum Beispiel. Okay, Romane. Schwedische Krimis. Die meisten kenne ich schon. Ah, okay. Alben? Ein Album mit der Aufschrift meine allerersten Fotos, eine Enzyklopädie über Comics und ein Karriereplaner Blitzreporter in 3 Tagen. Hinter den Büchern schaut ein Kabel hervor. Okay. Dieses Kabel hier. Ich räume die Bücher mal beiseite. Das ist gefährlich interessiert, wundert mich gerade. Ein Kabel. Für was auch immer. Ein Kabel. Du knipst uns das mal durch, Kabel. So viel Action hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Auf der Leitung wird so schnell nicht mehr gesendet. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Nachschlagewerke zu Journalismus, Politik, UFO-Forschung und Jules Verne. Daneben, wie schreibe ich einen Roman? Und Wörterbücher. Norwegisch-Japanisch, Norwegisch-Chinesisch und Norwegisch-Koreanisch. Was man nicht alles vorhat im Leben. Na, dann gehen wir zu Fee rein. Huch. Einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Fee hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. Ich komme nicht ran. Mit Faye reden? Nach allem, was ich von ihr weiß, könnte das Ding in ihrer Hand gleich explodieren. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Das letzte Mal, als ich dieser Dame die Meinung geigen wollte, hat man mich mit einem Holzscheit niedergeschlagen. Ich werde langsam zu alt, um meine Fehler zu wiederholen. Schlägt man zu leicht, ruft sie um Hilfe. Schlägt man zu fest, egal was sie getan hat. Ich verletze hier niemanden. Okay. Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Könnte, ja, keine Ahnung. Ein Tee- und Gewürzschränkchen in einem Militärhubschrauber. Dass ich das noch erleben darf. Wir sind in einem Militärhubschrauber? Ach so, okay. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Du hast einen Kuhfuß und eine Dame. Also ganz ehrlich, man kann es auch übertreiben. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Ja, wow. Okay, das heißt, ich kann hier drinnen gar nichts machen, oder was? Ah, da war noch was. Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden. Was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Ich fand die Idee mit dem Tütü ganz gut gerade. Früher habe ich das Zeug literweise getrunken. Nach meinem Zusammenbruch war es dann das Erste, was mir Dr. Angus verboten hat. Und nach meiner Flucht wird das das Erste sein, was ich wieder anfange. Sehr schön. Noch mehr von diesen Zetteln. Der Helikopter ist voll davon. Irgend so ein Journalist nannte mich mal einen weitsichtigen Wissenschaftler. Hat sich mittlerweile mehrfach als falsch herausgestellt. Okay, gut, dann gehen wir wieder, ja? Und schauen wir mal, was hier noch so alles da ist. Hier ging es ja nicht weiter. Ah. Verrückter Typ. Sicherung. Was auch immer das sein soll, es ist mit dem Cockpit verbunden. Oh, nicht schon wieder! Weißt du, was du bist?
Eine olle, meckrige Stute. Echt ein Wunder, dass du überhaupt noch hochkommst. Okay. Ich lasse sie lieber drin. Wer weiß, was sie sonst noch alles steuern. Schade. Was willst du eigentlich, ha? Ich hab die Schnauze voll bis Uranus, ständig nach deiner Nase zu tanzen. Ja, du hast richtig gehört. Und jetzt halt die Klappe. Du dumme Pute. Okay, Armaturen. Früher bin ich wöchentlich mit so einem Ding nach Hause geflogen. Dann nur noch einmal im Monat. Beziehungsweise gar nicht mehr. Lieber nicht. Er macht das schon ganz gut. Das ist dieser Rowdy mit dem Holzscheit. Solche Freunde hätte ich hier gar nicht zugetraut. Hallo, Sie. Ich bin frei. Wie ich es mir dachte. Er hört nichts. Er mag ein brutaler Schläger sein, aber er hat auch seine guten Seiten. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir nicht abstürzen. Besser nicht. Okay. Wackel mal ein bisschen an der Sicherung. Ach nö. Wie soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Ständig enttäuscht du mich. Das ist doch keine Beziehung. Nicht schon wieder. Weißt du, was du bist? Ja. Okay. Echt ein Wunder, dass... Das Netz da dran hauen? Besser nicht. Ich will nichts kaputt machen. Sehr weise von dir. So ein Firlefanz. Schwach. Diese Fee ist echt eine Wucht. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie erzählt, dann wow. Bin ich ein gemachter Mann. Natürlich brauchen wir noch einen besseren PR-Agenten, oder? Ach was, das mache ich selbst. Dann sei Klimawandel. Gott, ist die süß. Klingt so, als hätte die gute Fee einen Verehrer. Okay, ich habe jetzt Angst. Läuft. Ich lasse sie... Was weiß ich, Keine Experimente. Nicht, wenn es um lebenswichtige Technologie geht. Nun gut, wir sind auf Aufnahme. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ach, ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuld Daniel. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. Ich weiß schon, wer sich auch freuen wird. Ah, das wird gut jetzt. Das wird gut. Abspielen. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne. Und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuld Daniel. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Hat sie das... Ach, alles klar, ich hier raff's. Dann, an das Kabel. Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel. Nur einen normalen für Kopfhörer. Okay... Humbug. Larifari. Wer weiß natürlich nicht, wie das jetzt funktioniert. Ja. Diese neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. Alles klar, und jetzt? Das könnte tatsächlich funktionieren. Abspielen? Da kommt nichts. Das Band ist aber in Ordnung. Muss wohl am Lautsprecher liegen. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü? Sie würde mich doch so... Hallo? Sprechanlage mit Dings? Ich gehe... Geht nicht, okay. Ich könnte das Kabel durchknipsen, aber lieber nicht direkt hier. Wie aktiviere ich das? Hier haben wir auch Bücher. Schwachfug.
Schwachfugen, okay.